ich habe ein gebrochenes Bein. Oh. Oh. Warte, ich muss noch ein Stück weg. Hier. Auf C. Oh Gott. Dominik. Dominik, aus. 34 Minuten. Oh, ich weiß, warum ich keinen Bock hatte, irgendwas zu machen. 34 Minuten. Das war das Spiel mit der Oma, die wir hassen. Eigentlich nicht. Ich habe voll den Overall. Warum habe ich den nicht an? Wie sehe ich aus? Wo kommt der hin? Wo kommt der denn hin? Ah. Du, nee, lass mal. Du, nee, lass mal. Ja, wir haben jetzt eine halbe Stunde Zeit. Den hassen wir hier alle. Alle. Gefütterter Brustpanzer. Kann ich ihn reparieren? Ich habe ihn repariert. Ich werde ihn jetzt tragen. Wo ist mein reparierter Brustpanzer? Ah. Entschuldigung. Wo kommt der hin? Dahin? Ich sehe den nicht. Gut, meine Brüste sind gepanzert genug. Vor allem gepolstert genug. Gotische Hose. Okay, wie sieht diese gotische... Entschuldigung, wir machen jetzt das Wichtige im Spiel, okay? Ich muss erstmal hübsch werden. Also mein Oberteil gefällt mir aber noch nicht so. Hat jemand ein hübsches Oberteil für mich? Das ist ein bisschen schmuddelig. Zeig ihn da, Jen. Alle außer Jen. Stimmt, stimmt. Jen war unsere große Liebe, das stimmt. Was musste ich nochmal... Also, was ich gerne... Ich habe schon Spikes gebaut. Das ist aber schlau. Warte, vielleicht sollte ich auch mal Inventar aufräumen. Warte. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Den fand ich scheiße, diesen komischen Vibrator. Warte, hier... Alles nehmen... Nimm Gegenstände... Bewege Gegenstände. Ja, gut. Sortier mal. Ich muss irgendwann mal so richtig Inventarsortiering begehen. Was ist das? Stofffetzen. Duct Tape. Es gibt keinen, der sie nicht mag. Die Duct Tapes. Wieso habe ich verkohltes Wildbret? Und wieso habe ich eine Bleibatterie? Chat, was ist letztes Mal passiert? Also wirklich, was ist letztes Mal passiert? Yucca-Samen. Schön. Roberschrot. Ich muss wirklich aufräumen. Ich muss wirklich aufräumen. Aber ich muss jetzt erstmal... Wie, welcher Tag ist? 10. 14. kommen sie, ne? Richtig? Warte, ich esse erstmal das Verkohlte. Oh Gott, Mann, die... Okay. Ich kann das. Noch viel Zeit... Ja, geht so. Geht so. Ist schon wieder dunkel. Oh nein. Ich habe halt einen kaputten Fuß, Leute. Gudmund überlebt, hört meine Erinnerung auf. Das ist auch richtig so. Seitdem ist nichts passiert. Oh. Mann, ich... Oh, Steuerung, ne? Wie geht's meinem Mais? Ist der fertig? Sind die fertig? Steht da irgendwas, wenn die fertig sind, oder sind die schon fertig? Ich meine, ich sehe da Kolben. Habe ich eine Fackel? Ich habe keine Fackel. Wieso macht eigentlich keiner 7 Days to Die RP? Fackel. Tierfett und Stofffetzen. Ich müsste irgendwo eine Fackel haben. Man hatte von Anfang an eine gehabt. Ich muss jeden Tag 10 Rehe und 100 Eier essen, um satt zu werden. Ja. Yeah. Du erinnerst dich gut. Fackel. Hm. Hier ist eine Fackel. Willkommen zurück, Sebi. Du hast alles verpasst. Lurker? Also steht da irgendwo, wo es fertig ist, oder ist das einfach fertig?
Weil ich meine, hier sind Beeren dran. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Wir testen. Es war, glaube ich, fertig. Ich krieg genau einen Samen immer. Auf einen Samen. Oh nein. Ich verstehe die Entscheidung. Ich hasse sie aber dennoch. Das heißt, ich muss... Oh Gott, das wird... Was habe ich noch für Samen? Das ist blöd. Warte, ich kann aber Samen herstellen, richtig? Ich brauche 5 Maiskolben, um einen Samen herzustellen. Habe ich noch einen Maiskolben oder eine Heidelbeere oder so? Ich habe Maismehl. Blaubeer mit der Axt. Ja, du kannst sie mit allem. Oh, ja, ich habe Heidelbeeren. Ich kann Heidelbeeren-Samen machen. Wow, ich bin reich. Glas Honig. Mais. Bier. Also, wir haben eigentlich gar kein Problem mehr. Was ist denn das für ein Geräusch, bitte? Also. Oh. Oh. Hä, wieso ist das so groß? Hä? Warte mal. Es ruckelt auf jeden Fall weniger. Ich versuch's mal mit hoch. Wir gucken einfach mal, ja? Vielleicht ist wirklich... Oh mein Gott, vielleicht könnte ich alle Spiele der Welt spielen, wenn sie nicht auf D installiert sind. Vielleicht brauche ich einfach nur eine neue Festplatte. Boah, wäre das scheiße. Also, wäre gut, aber ich hätte so viel Zeit verschwendet. Hallo, Fieselchen. Warte mal, Rezept Heidelbeeren. Vom Land leben. Wieso ist das jetzt so scheiße? Jetzt geht's, okay. Ist einfach nur da. Samen von Beeren und Gemüsefertig. Das Fertigen von Beeten kostet 50 weniger. Toll. Verdreifache die Ernte, okay. Cool und so, aber ich brauche das Rezept, Leute. Habe ich das Maisrezept? Sonst bin ich echt am Arsch. Okay, das habe ich. Heißt, ich werde jetzt eine Aloe Vera Pflanze, Aloe Vera, obwohl ich kann ja beide nehmen. Und beim nächsten Mal, ich darf den Mais nicht essen. Warte mal, sind das 3? Beim nächsten Mal mache ich dann einfach einen Samen mehr. 3 Aloe Vera. Okay. Nicht schlecht, nur leider zu klein für alles. Ja, das ist ja das Problem. That's ja genau the problem, man. Verrottendes Fleisch. Das war wichtig. Ich glaube für Beete. Ich habe 4 Dietrichs. Die Marlene sind bei mir gut. Da. Warte mal, kann eine Tasche... Oh. Upsi. Entschuldigung, aber... Nee! Meine Axt. Meine ganz normale, stinknormale, langweilige Axt. Wo ist sie denn? Ich nehme die da. Was war jetzt kaputt? Warte, da war es doch gerade. Gut. Alles kein Problem. Ich habe alles im Griff. Aber wieso geht die Taschenlampe nicht? Okay, das sind Pfeile. Das ist der Bogen. Ich brauche Reparaturkits. Die Lampe wäre F. Meinst du, weil ich eh sterbe?
Reparaturkit. Geschmiedetes Eisen. Klebeband. Geschmiedetes Eisen. 5. Klebeband. Wie ging nochmal Klebeband? Ich guck gleich mal. Kleber und Stofffetzen. Klopf, klopf. Wer ist da? Mag mich. Mag mich wer? Nein. Lunali 1 Heul. Oh. Dankeschön, Jonathan Bits aus. Und hallo aus dem. Doch, wir mögen dich. F ist es. Aber hat die Ablaufdatum? Geschmiedeter Stahl. Also stirbt die irgendwann? Weil die hat keinen Lebensbalken. Baumwolle-Samen. Oh, ich hätte noch einen Samen gehabt. Was wollte ich jetzt? Stofffetzen, Klebeband. Ich brauche Kleber. Kleber konnte ich herstellen. Knochen und trübes Wasser. Knochen. 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 Trübes Wasser habe ich nicht mehr. Gut. Aber es ist halt gerade mitten in der Nacht. Ich kann jetzt nicht raus. Ich habe einen gebrochenen Fuß 23 Minuten lang. Das in der Aloe enthaltene Aloin wirkt stark abführend. Bei Überdosis kommt es zu Vergiftungserscheinungen, die sich in krampfartigen Schmerzen und schweren Durchfällen äußern, die zu lebensbedrohlichen Elektrolyt- und Wasserverlusten führen können. Wieso du das anbaust? Aber wie schaffst du es, dass die Zombies das essen? Wenn du wüsstest. Wenn du wüsstest, wie ich das schaffe. Ich kann alles. Durchfall. Sollte ich vielleicht einfach Wasser holen? Oh, da sind Putzels vor der Taschenlampe da. Das sind Flutzelputzels. Wo war noch mal Wasser? Wir holen kurz Wasser. Auch Reparaturkits. Wir müssen aber langsam gehen. Wir sind nämlich halb tot. Lass mal aus dem Haus springen. Immer. Ist bestimmt auch super unauffällig, mit der Taschenlampe rumzulaufen. Also, ich habe ja mit nicht viel Probleme, okay? Aber, also mit den Hunden hier, da lege ich mich nicht an. Also, ich habe natürlich mit nicht viel Problemen, aber, also mit dem Bär, da lege ich mich besser nicht an. War da, haben wir den nicht letztes Mal getötet? Hä? Du zahlst gar keine Miete. Was machst du in meinem Häuschen? Was hat die in meinem Haus gemacht? Das ist mein Schuppen. Wartet mal. Ich glaube, das soll so nicht. Wie war das mal? E? Q. Tab. R? R.
Mittig ist blöd. Warte, mittig ist blöd. Mittig. Ich glaube, das hatten wir oder so. Entschuldigung. Entschuldigung, könnten Sie bitte da drauf gehen? Danke. Kann man wenigstens durchgucken. Hallo Tiladon. Hallo. Ich hoffe, dir geht's gut. Schabernack hat die gemacht. Ja, aber die bezahlt keine Miete. Die darf hier keinen Schabernack treiben. Also, ich möchte jetzt nichts. Vielleicht sollten wir neu anfangen. Ich habe das Gefühl, wir haben ein Problem. Hab ich Munition? Warte mal, das ist Scharfschütze, ne? Warte, ich nehme mal alles mit, was irgendwie Waffe, Scharfschütze, sonst was. Pistole. Aber wie mache ich Munition? Das da. Ist das Munition? Bär, du bist so tot. Bär. Boah, wartet ab. Also. Warte doch jetzt mal! Hä, ich hab doch nachgeladen! Sag mal, jetzt beeil dich doch mal! Frohes Neues, Chat. Jetzt. Boah. Ob wir mit dem Schuss hinkommen? Ich habe nur einen gebrochenen Fuß, keinen gebrochenen Arm. Wartet kurz. Aber stillgestanden, bitte. Macht der gerade das Auto kaputt? Also die gute Nachricht ist, wir haben gleich Essen. Die schlechte. Keine Ahnung, wie lange der noch überlebt. Wir haben noch 3 Schuss. Wir haben noch 3 Schuss. Autsch. Bin jetzt. Hallo Weltenwanderer. Ja. Ich bin immer so kacke mit mir. Weiß ich nicht. Ich hab's früher nie gespielt. Also weiß ich nicht. Locker war das schon immer so kacke. Mann, und der macht immer alles kaputt und dann muss ich dem hinterher reparieren. Das ist schon der 2. Bär in diesem Base-Ding. Man macht immer, guck mal, die Tür, die war viel besser davor. Oh mein, da. Chat, ich will keinen Besuch mehr. Hä? Hallo, Jas. Ich hatte oft genug Pullis an schon. Aber die war wahrscheinlich nicht kalt genug. Besuch hat keinen Kuchen gebracht. Das ist eine Lüge. Mach hier mal sauber. Oh ne, das ist ein Loch.
Gute Nachricht ist, es wird wieder Tag. Schlechte Nachricht, keine Ahnung, was mir bringt. Minuten haben wir noch mit den Füßen. Aber warte mal, wir können ja mal gucken, ob wir jetzt vielleicht dann doch schon mal besser zum Wasser kommen. Nicht wahr? Dein Besuch hat Kuchen mitgebracht, das ist aber lieb. Fleischpastete? Ja gut, das hat er mitgebracht, das stimmt. Vielleicht eher ungewollt, aber er hat sie mitgebracht, das stimmt. Hier ist aber was los. Ich wollte doch nur Wasser holen. Soll ich die Grafik eigentlich wieder runterstellen? Oder geht das so? Ich habe das Gefühl, es wirkt ein bisschen, als ob es also nicht ganz flüssig liefe. Aua. Du bist nass. Das passiert, wenn man im Fluss steht. Ich habe das Gefühl, ich muss mal kurz gucken. Vielleicht können wir sowas ganz Leichtes runterstellen. Vielleicht die Schattendistanz. Bewegungsunschärfe brauchen wir eh nicht. Vielleicht wird es jetzt schon besser. Ja, besser. So. Also, wir... Hä, das ist meine... Das ist meine Hut mit den Corona-Vibes. Verpieseln Sie sich bitte. Sir. Ich habe Fußschmerzen. Bitte nehmen Sie Rücksicht. Der ist schon tot. Boah, wir könnten hier eigentlich so ein Loch drum graben. So ein Graben graben. Sehr schön, Alicia. Hast du toll gemacht. Bin sehr stolz auf dich. Warte mal. Wenn wir jetzt hier so ein bisschen graben würden. Oh Gott, das dauert ja Jahre. Also ich frage von Freunden, gibt es Presslufthammer? Pressluft. Eine Druckplatte hilft mir, glaube ich, nicht viel. Wie wäre es mit einem Molly? Ein Irrgarten und von oben gucken, welcher Zombie am schnellsten durchlaufen kann. Und zur Belohnung, weil er am schnellsten war, wird er als erstes erschossen. Klingt das gut? Also ich muss das jetzt committen. Ich muss das jetzt komplett fertig machen, ne? Das Problem ist, wir müssen noch drei Wälder abholzen, gefühlt. Das ist halt scheiß Schaufeln. Ja, das Problem ist, mein Corona-Vibes ist halt hier, ne? Aber das Gute ist, wir brauchen eh Steine. Mit Wetten und wir setzen nochmal einen Zombie. Er muss am kürzesten leiden, richtig. Ups. Es wäre halt voll praktisch, nur so einen ganz engen Weg zu haben, wo ich halt durchkomme. Weil da müssen die, also
Dann fallen die hier rein. Also hier würden sie noch rauskommen, leider. Was ist das hier? Okay, man müsste halt... Oh nein. Man müsste halt die als Faltschicht abklüppeln. Was Blödes. Ich würde ja einen schnelleren Weg geben. Den kenne ich aber nicht, deswegen machen wir den nicht. Außerdem habe ich... Ich muss 10 Minuten Zeit noch rumbringen. Und dann kann ich erst wieder normale Sachen machen. 9 Minuten. Komm, essen wir mal ein bisschen Fleisch in der Zeit. Nicht wahr? Also, ist ja alles gut. Mittagspause ist wichtig. Asphalt untergraben. Bitte untergrabt meinen Asphalt. So. Meinem Inventar, den Weg sehe ich doch. Ach, meinst du den Schraubschlüssel-Dings? Ist der schneller? Ich schaufel trotzdem Asphalt. In meinem Inventar. Oh, du meinst die da. Nee, finde ich scheiße. Ich bin ein Schaufelmensch. Warte mal, was hatte ich auf der 2? Den Bogen, der ist wichtig. So. Hallo, Freunde. Wie mache ich das denn am besten? Ich brauche Pflasterstein. Ich muss das alles... Also, es hat zwar gereicht und hat auch eigentlich relativ locker gereicht beim letzten Blutmond, aber es wird halt schlimmer. Das heißt, ich hätte gerne, dass wir hier alles auf Steine erhöhen. Das wird harte Arbeit und scheiße, ich weiß. Aber ich glaube, wir brauchen das. Too fast, too furious. Warte mal. Pflastersteine. Bestimmt Lehmboden. Warte mal, die Schaufel, ne? War da unten nicht Lehmboden? Oh, das war mein Fuß. Also eigentlich machen wir alles nur besser. Schurkenfestung hat sowas. Entschuldigung, ich arbeite hier. Bitte verpieseln Sie sich. Also, Sie können mir gern helfen, aber... So ein bisschen so unhilfreich. Bitte nicht in den Graben legen, Alicia. Der ist reserviert. Das ist einfach mein Baustellenloch, wo ich... Oh nein. Kann ich nicht reparieren, ne? Aber... Okay. Weißt du, wie schwer es ist, aus der Luftmatratze die Luft rauszukriegen? Ich finde das völlig nachvollziehbar. Wer randaliert hier? Was passiert hier? Also unten ist eigentlich gar nicht so wichtig. Es ist wichtig, dass sie nicht hochspringen können. Das heißt, Mitte ist am wichtigsten und dann kommt oben.
geht eigentlich sogar, ne? Gut, dann machen wir kurz die Reparaturkits. Der anderen einen Graben gräbt. Hat ein Bratwurst-Bratgerät! Richtig! Hatten wir hier noch Pflastersteine? Ich habe keine Schaufel dabei. Was ist hier los? Hab nicht getroffen. Hab getroffen. Hab nochmal getroffen. Oh, das ging in die Achillesferse. Okay. Oh, von den Oberschenkeln. Krieg ich bitte? Danke. Mein Pfeil ist ins Nirvana gegangen, ne? Ist nur ein kleiner Pieks, ja. Die war hübsch. Du findest alle Frauen hübsch, Dominik. Oh, geht nicht. Ja, der fliegt einfach nicht gescheit da alles und so. Aber ich habe jetzt andere Prioritäten, als meine Sachen zu upgraden. Wir müssen erstmal schaffen, dass wir einigermaßen safe sind. Die Möglichkeit, Abstand zu halten. Ja, und halt für Blutmond gut. Weil da, also zumindest so wie ich das mache, habe ich ja ein bisschen Zeit dafür. Also, ich brauche Kleber. Ich habe kaum mehr Holz, okay. Kleber. Die sinken, wenn es nur noch Zombies gibt. Ach so, klar. Oh, ich habe immer noch meinen Wildbreteintopf. Klebeband. Stofffetzen habe ich. Kleber habe ich gleich 10. Oh. Wie viel Wasser habe ich denn? Warte mal, kommt da trübes Wasser dann raus, wenn ich das mache? Schon, ne? Oder werden meine Krüge verschwendet? So viele Krüge hatte ich doch gar nicht. Also, dass wenn jetzt schon 10 weg sind oder so. Bin verwirrt. Bitte keine Löcher in wichtige Bücher machen. Was? Was? Hier das ganze Lebenszeug reingetan, natürlich. Nicht Dorf, Nasendorf, Nase, Nasendorf, ins Kadaver. Oh, noch 50 Sekunden. Nee, 2 Minuten, okay. 2,5 Minuten. Das passt schon. Okay. Klebeband. Reparaturkit. Also das geschmiedete Eisen, ja klar. Moment. Ich brauche mehr geschmiedetes Eisen. Ich hab nicht viel mehr. Ich brauche danach noch 4. Also nach dem Blutmond, glaube ich, muss ich mal fertigen. Ich habe wieder mal diese Ofenkonstruktion abgenommen. Ich glaube, sowas gibt es hier nicht mehr. Oh, ich habe Patronenhülsen. Geschossspitze. 9 mm. Ich habe noch mehr Munition. Warte, die brauche ich nicht. Ich muss hier halt echt mal alles ordnen. Aber so richtig. Ich habe eine Steinschaufel. Ich glaube, die Steinschaufel nehme ich mal mit.
Warte, wir brauchen auf jeden Fall eine Nahrungskiste. Kiste. Truhe. 10 Holz. Ist schon wieder Abend? Einen Bären kriege ich nochmal. Ja. Wird aber knapp. Wird knapp. Warte mal, ich würde gern. Wo ist die Schaufel? Hier. Ich kann Bären aufbinden. Mann, das tut so weh. Ich habe nicht gejammert, das war. Ach so, es ist Gewitter. Ich wollte gerade sagen, 9.21 Uhr, kann auch noch gar nicht dunkel sein. Scheiße auf alles. Wir gehen jetzt. Du bist nass. Oh nein, ich werde sterben. Warum sind die respawned? Warum sind die respawned? Ich werde sterben! Ich will nicht so früh sterben. Toll, jetzt ist meine Wunde aber auch kein Problem mehr gewesen. Ich kann gerade nichts gegen die Blutung tun. Ich hatte nichts dabei und wenn, dann wäre ich auch nicht da stehen geblieben. Kletter da hoch! Was tun die da hinten? Was tun die da? Okay, also. Ich hab doch Aloe Vera. Aloe Vera. Aloe Creme. Ist die gut? Tut die gut? Kann als einfaches Heilmittel eingesetzt werden oder um die Heilungsgeschichte. Schürfwunde. Ich hab eine Schürfwunde. Ich hab eine Schürfwunde. Bitte gib mir Aloe Creme. Bitte geben Sie mir. Oh Gott. Blutungsschaden zu stoppen. Nee, erste Hilfe verbannt. Ich hab ihn noch nicht. Schade. Benutzen. Ich hab. Aua, mir tut alles weh. Du hast eine Schürfwunde behandelt und sie heilen jetzt schneller. Tiefe Schnittwunde. Verbandskasten oder was? Verband reicht. Kannst du Zeit nicht verwenden? Warum? Ich bin jetzt ein bisschen sauer. What? Au, wo? Hä, wo hat mich einer gehauen? Vor allem war da nicht das letzte Mal nur Frauen drin? Hallo, Zombasser. Der ist eklig. Der ist eklig. Oh, den mag ich nicht. Warte mal. Au! Also ich glaube, das Einfachste ist zu sterben. Aber ich würde gerne erstmal alles hier beseitigen. Nee, warte mal. Infektion.
Chat. Es fängt schon wieder so schlecht an. Es fängt halt wirklich schon wieder richtig doof an, ne? Ich glaube, die haben was gegen mich hier. Ich glaube, die haben hier was gegen mich. Okay. Also. Habe ich Antibiotika? Ich habe einen Verbandskasten. Ich benutze diesen Verbandskasten. Tue ich einfach mal. Ich habe Vitamine. Ich habe Pflasterstein. Yucca-Saft, Kaffee. Schmerzmittel interessiert mich ehrlich gesagt nicht. Ist das nicht so gut wie Antibiotika? Bier, Goldrutentee. Ich dachte, ich habe Honig. Hieß es nicht, Honig hilft? Aber ich habe doch gar keinen Honig. Ach, hier ist Honig. 5%. Oh. Ich würde sagen, jetzt mir geht's fast wieder gut, oder? Warte mal. Kann man tatsächlich irgendwann herstellen. Muss Arzt sein. Okay. Ohne kann ich leider nicht. Okay, schade. Alles gerettet. Easy. Mir geht's richtig gut. Ich habe nur eine Schürfwunde am Knie. Oh, Mimi. Ich werde sterben. So, können wir uns jetzt um die wichtigen Dinge kümmern? Ich muss nur aufpassen, es ist jeder respawned. Ich hatte keinen. Ich glaube, ich hatte Antibiotika gefunden und habe es aber gleich verwendet. Kann das sein? Wo kann ich das nehmen und kriege davon Metall? Ich komme wieder Blitze. Nee! Aber macht es Sinn, dass sie respawned sind, die ganzen Zombies? Weil, also da war ich hundertprozentig drin. Das war da. Sieht man ja noch, dass ich da war. Das war da, wo hier einer stand drin und die ganzen Frauen da waren. Wo wir uns drüber lustig gemacht haben, dass da der eine Mann die Frauen belästigt. Also nicht belästigt, sondern einfach ein Peephole. Das ist normal, aber das war davor nie. Ich glaube, es macht keinen Sinn. Ich glaube, ich lasse das. Übermäßiger Tablettenkonsum. Was würdest du denn an meiner Stelle machen, hä? Ich brauche Metall. Oh Gott, es wird neblig. Ist das jetzt Mist? Ich traue hier dem Frieden nicht mehr. Ich habe so Angst gerade. Belästigen nicht cool ist. Ist es auch nicht. Aber es war halt lustig, wie er das versucht hat. Also er hat sie ja nicht belästigt. Er hat sie nur bespitzelt. Bespitzelt hat er sie nur. Das ist ärgerlich. Wow. Diese Musik, ne? Nochmal zu überleben, wenn noch alle anderen schon Zombies sind und sich mal machen. Wir hatten irgendeinen Zettel von irgendwelchen Leuten, die noch leben.
Jen, stimmt. Jen. Jen hat ein echt schönes Inventar. Ich glaube, es ist mir zu teuer, die Feuerwerks zum Bäumefällen zu nehmen. Spricht was dagegen, die Holzaxt zu nehmen? Um Bäume zu fällen? Also so wirklich dagegen sprechen? Man muss bedenken, ich habe noch nicht so viel Zeug. Dauert halt länger. Ja, spricht also nichts dagegen. Gut. Ich dachte irgendwie, ja, du kriegst halt 80% weniger Baum oder so. Dann würde ich sagen, okay, das spricht dagegen. Wenn es jetzt nur 10% weniger sind und dauert dafür 25% länger. Ach so. Das war laut. Das war laut. Meine Ohren. Sind die Bäume respawned? Ich habe doch schon so viele Bäume getötet. Okay, da nehme ich jetzt aus. Warte mal. Es geht schon ein Stück schneller, ne? Es geht schon ein ganzes Stück schneller. Oh. Ist leer. Weg. Mag kein Mensch. Bunk. Der Emote ist gut. Der Emote, das Emote. Okay. Ist auch leer. Ich muss die ganzen Leeren zerstören. Hallo Sansu. Wie viel? Okay, wir müssen noch Lehm schaufeln. Wir müssen noch dran denken. Steht ja auch nirgends, dass ich heute Monkey Island 2 spiele. Außerdem habe ich das gestern auch angekündigt, dass wir heute kein Monkey Island 2 spielen. Unschuldig. So. Wie viele von den Dingen. Wie heißen die Holz? Holzstachelfalle. 28. Ist nicht viel. Und danach haben wir halt auch gar nichts mehr. Okay, einmal nehme ich die Axt. Einmal nehme ich die Axt. Ist auch eine 5er-Axt. Neidisch! Entschuldigung, ich wollte nicht arrogant rüberkommen. Es tut mir leid, Herr, da oben im Donnerwald. Ich seh nix. Mach den Baum weg. Der Kunde von gestern hat doch eh schon jeder vergessen. Ich habe auch auf Twitter geschrieben. Also ich habe gestern gesagt, kein Monkey Island 2. Ich habe heute auf Twitter zweimal steht da, dass wir Seven Days spielen. Und es steht im Titel. Also, Ruhe da hinten. Es gibt nur eine Stufe drüber, natürlich. Es geht nur bis Stufe 6. Wieso nicht bis Stufe 69? Wer nutzt auch Twitter? Okay, Entschuldigung, das nächste Mal kommt die Ankündigung auf TikTok, ja? Yo, guys, ich bin jetzt live! So? Ist es dann besser? Kommen die da genauso auf die Post? Hä? Guck dir meinen Twitter an, okay? Vergesst doch mal Instagram. Mit Fortnite-Tanz. Fortnite-Tanz ist doch nicht mehr cool, oder? Komm, Fortnite-Tanz ist doch jetzt nicht mehr cool. Das macht doch kein Mensch mehr. Oder?
denn, dass Twitter immer noch nichts für mich ist? Lange wissenschaftliche Ausführungen gehen mit der Zeichenbegrenzung schlecht. Ja. Kann ich mir vorstellen. Wobei ich auch oft genug irgendwie so komplette Threads lese. Von Erik Feigelding zum Beispiel. Der Erik Feigelding, das ist ganz Feigels Ding. Gibt es bei Pokémon auch ein Tag? Weiß ich nicht. Meine Nichten stehen auf Harry Potter. Also irgendwas habe ich richtig gemacht. Person, damit ihr selbst redet, so, hey, was machst du heute Abend? Yo, bra, ich schau Lunalia auf Twitch. Schieß, Digga, die hat voll den Gomme-Mode, ey, Maschala, die Hübsche, ey. So? Deine Nichten sind auch gegen das und das, wie die... Was? Meine Nichten mögen Harry Potter? Ist das jetzt was Falsches? Also in meiner Jugend hat mir Harry Potter auch sehr weitergeholfen. Also mich hat Harry Potter zu einem besseren Menschen gemacht. Ich weiß, es mögen manche nicht glauben. Und da scheiden sich die Geister und so. Aber Harry Potter hat mich zu einem besseren Menschen gemacht. Und das lasse ich mir nicht kaputt machen. Egal ob von Twitter oder von der J.K. Rowling. Ich werde mir das von niemandem kaputt machen lassen. Schwarzhelm, Schwarzhelm. Meine Überraschung, ich habe nämlich auch kein Problem mit schwarzen Elben. Weil Harry Potter nämlich zu einem besseren Menschen macht. Ist der Mensch? Ja. Tut mir leid, dich zu enttäuschen. Aber ja, ich bin ein Mensch. Es ist mir so rausgerutscht, es tut mir leid. Sollte ich das vielleicht trotzdem durchziehen? Ich habe nie Harry Potter gesehen. Du sollst es ja auch lesen. Mit Krombacher. Was ist denn, wenn Krombacher dich zu einem besseren Menschen macht? Dieses Auto überfordert mich jetzt etwas. Es tut mir leid. Möchtest du drüber reden? So. Was ist, wenn ich? Obwohl, nee, das ist ja nach unten nicht offen. Ich wollte gerade klug sein und hier so eine Schneise schneiden, dann bricht ja das weg, aber tut's ja nicht, weil unten ja... Hättest du es in Ordnung gefunden, wenn der schwarze Barry Potter unter der Treppe leben muss? Ja? Ja, hätte ich? Ich mache keine Unterschiede zwischen den unter den Treppenlebern, wenn die dann Zauberer werden und dann du bist ein Zauberer, Barry, dann ist doch mir egal. Zu einem besseren Menschen gemacht. Und du hast Harry Potter zu einem besseren Menschen gemacht. Also heißt es, du hast mich auch zu einem besseren Menschen gemacht. Also indirekt. Mit einem Schwarzmagier. Wow. Jetzt weiß ich auch, warum ich so gerne bei Final Fantasy XIV Weißmagier spiele. Jetzt macht alles einen Sinn. Sag mal, diese Ausdauerprobleme, die ich habe, ne? Wie wow, Awesome hat angefangen. Ist es jetzt doch wieder zum Buddeln? Ja, okay. Weil der alles weiß. Genau. Warum nicht Regenbogenmagier? Habe ich bunte Haut? Also cool wäre es, aber... Ich warte auf mein Einhorn und dann haue ich hier ab. Einhörner sind sowieso das einzig Wahre. Apropos Twitter und so. Ach, Twitter geht mir so auf den Geist momentan. Es tut mir so leid. Twitter geht mir so auf den Geist. Deswegen finde ich Rustalot gerade so angenehm. Weil selbst wenn ich es nicht, also selbst wenn ich hinten dran hänge, es ist Positives, was auf meiner Timeline ist.
Wisst ihr, was ich meine? So, mir egal, ob ich damit was zu tun habe, so, ich guck's halt nach, aber ich weiß nicht, ob ich es komplett nachgucken werde, weil, puh, also was ich da alles schon verpasst habe, ich sag nur. Aber es ist halt einfach was Positives. Und ich habe einfach wirklich, wir sind von der Pandemie in Europakrieg gestürzt. Also klar haben wir nicht den Krieg, Gott sei Dank, aber halt trotzdem ist eine wichtige Thematik bei uns und so. Nur um dann in eine Gaskrise zu stürzen, die zwar auch mit dem Krieg klar zu tun hat, aber ist halt trotzdem nochmal so ein bisschen was anderes, also was Eigenes. Und dann noch um Twitter zu haben, oder was? Jetzt eine 5 Minuten Chat da gepostet werden will. Ja. Ich mag diese Roleplays nicht. Ist auch völlig okay. Also ganz ehrlich, ist völlig okay. Sind die Benzinpreise wieder oben? Ja, waren sie ja die ganze Zeit. So von wegen 30 Cent runter, ne? Nee, ich möchte einfach. Wisst ihr, es heißt immer weißer, privilegierter Mensch, ja? Dann möchte ich mein Privileg jetzt bitte auch nutzen und einfach mal so Scheiße weghaben. Ich möchte einfach Ruhe vor Scheiße haben, wenn ich so privilegiert bin. Das mag absolut egoistisch sein, absolut egoistisch klingen, aber ich habe keinen Bock mehr. Abschalt und spannend. Richtig. Und deswegen hören wir auch gleich mit dem Thema auf, ne? Aber ich muss hier noch schaufeln und ich weiß nicht, über was ich reden soll. Ich hatte einen Orang-Utan-Channel gefunden und habe mich gefragt, ob dein Äffchen noch lebt. Ja, in der Abstellkammer. Aus mein Äffchen? Du meinst meine Äffchen, richtig? Also, ich habe ein paar mehr Affen als Kuscheltiere. Dieses Jahr zu ins getankt. Also über 2013. Warte mal. Och, da sind schon wieder Freunde. Wartet. Sir? Sir? Entschuldigen Sie, Sir? Sir? Oh! Also, Sie sehen aber, also, wie ein netter Zeitgenosse aus, Sir. Sind es schon weiße Schnürsenkel und Springerstiefel oder zählt es noch als grau? Chat, würdet ihr sagen, der ist rechts? Würdet ihr sagen, das ist ein Nazi? Oh, der hat ein Seven Days Ding. Nee, okay. Tut mir leid, Bud Spencer, dass ich dich getötet habe. Was unten? Oh, ach so, wegen. Oh, wow, Dominik. Wow, nee. Ist ja sein linkes Bein. Ja, aber das rechte Bein sah ja genauso aus. Nur schlechte Kindheit. Und dann habe ich Mitleid mit ihm. Rechts vom Eingang war. Was ist mit euch? Nee. Pflastersteine. Wie viel kann ich machen? 255. Ich mach mal 200. Ich mach mal 150. Weil ich brauche ja noch Pfeile. Ich repariere mal kurz die Axt. Hallo? Gib jetzt die Axt her. Achso. Oh. War schlau. Okay, bitte sagt nix. Es war absolut mega schlau, was ich gemacht habe, okay? Ich will jetzt noch mal genießen. Ich weiß nicht. Ich wollte es eigentlich als, also, Falle nehmen. Aber wenn du mit Zombies stachelig planschen möchtest? Ja.
Man kann hier vorbei. Das ist, weiß ich nicht, wie gut ich das finde. So. Oh. Ist hier was kaputt, oder was? Oh, die haben das kaputt gemacht. Diese Rüpel. Was für eine Nosferatu-Spinne? Bist du des Lebens? Überdrüssig? Mir G fallen. Wow. Wow. Badi ist doch nicht da wegen Bademeister. Stimmt. Bademöhre müsste Bademeister spielen. Blöd. Tut mir leid. Ich hätte ja gern ja gesagt, aber tut mir leid. Giftig und bist du 8 cm? Wie giftig? Wie giftig? Ich verlasse mein Haus nicht mehr. Ich bin doch nicht in Australien. Ich habe echt kein Problem mit Spinnen, aber wenn die giftig wären, dann habe ich ein Problem mit Spinnen. Okay, ich muss Leiter. Ich baue mal 10. Gift soll so wie ein Wespenstich sein. Ich habe eine Wespenallergie! Ich hatte fast eine Blutvergiftung von der scheiß Wespe. Ich habe keinen Bock auf giftige Viecher. Ich hasse giftige Viecher. Wo muss ich hin auswandern? Hallo, Baram. Ist ja schon was anderes. Können wir das bitte bald rausfinden? Gibt es eine Doku? Wir gucken am Donnerstag eine Doku zu... Oh, ich habe keine Zeit. Zu Nosferatu-Spinne. Was ist denn das jetzt? Warte mal, copy shape. Das finde ich gut. Warte, copy mal die Shape. Wie, jetzt copy doch mal die Shape hier. Aua. Copy die Shape. Okay, copy nicht die Shape. Aber wenn ich das jetzt so dran mache. Ich brauche halt erstmal. Also, das Problem an der Sache ist. So oder so. Okay, da kann ich nichts hinmachen. So oder so brauche ich halt erstmal einen Übergang. Damit ich hier hochkomme in der Blutnacht, nicht wahr? Oh, oh Gott, da war's.